In der Akademie der Konditoren in Berlin wetteiferten die Landessiegerinnen und Sieger in den beiden Berufen Konditorei-Fachverkäuferin und Konditor um den Sieg im Bundesentscheid 2013. Der Bundesentscheid hat eine jahrzehntelange Tradition im Konditorenhandwerk. Mit Einführung des gewerbübergreifenden Leistungswettbewerbs des Handwerks und die gute Form im Handwerk nimmt das Konditorenhandwerk an diesen Wettbewerben teil. Der Name Bundesentscheid wurde aber nicht aufgegeben und so steht er im Konditorenhandwerk immer noch als Synonym für die beiden Handwerkswettbewerbe. Teilnahmeberechtigt am Leistungswettbewerb sind Konditoren und Fachverkäuferinnen, die zum Zeitpunkt der Gesellen- oder Abschlussprüfung das 23. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Ihre Prüfung muss mindestens mit der Note gut bewertet worden sein. Der Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks wird in vier Stufen durchgeführt. Auf der ersten Stufe stehen die Innungssieger. Sie werden aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Abschlussprüfung festgestellt. Auf Handwerkskammerebene, und das ist die zweite Stufe, wird dann aus den Innungssiegern der Kammersieger ermittelt. Die dritte Stufe findet auf Landesebene statt. Aus dem Kreis der Kammersieger wird der Landessieger festgestellt. Und die vierte und damit auch letzte Wettbewerbsstufe wird dann auf Bundesebene ausgetragen. Der Bundessieger kommt aus dem Kreis der gesamten Landessieger. Und was ist nun die gute Form im Handwerk, Handwerker gestalten? Mit diesem Gestaltungswettbewerb sollen schöpferische Fantasie und Ästhetik bereits in der Ausbildung nachhaltig gefördert werden. Der Wettbewerb, die gute Form im Handwerk, Handwerker gestalten, wird nur auf Bundesebene durchgeführt. Der Bundessieger wird im Wettbewerb aus den Landessiegern des Leistungswettbewerbs des deutschen Handwerks ermittelt. Schon. Wie oft kam es nicht schon vor, es war der Ehrentag von deinem Allerliebsten oder Kumpel. Du brauchst ein Präsent und warst schon tagelang am Suchen. Nichts passt besser als ein tasty Kuchen. Der 14. Februar, shit, du hast ihn vergessen. Willst dich aber lieber nicht mit deiner Perle stressen. Da hilft nur ein Bitten um Verzeihung auf den Knien. Was noch fehlt, sind die Wiedergutmachpralinen. Stell dir vor, es ist Sommerzeit. Außer im Freibad wird man überall eingehen. Die brütende Hitze macht einen einfach weich. Alles wäre perfekt, aber wo ist die Eiscreme? Dir den süßen Flash, bring Genuss in dein Leben. Oder willst du dir den unterzuckerten Schund geben? Entscheid dich, Möglichkeiten gibt's reichlich. Doch nur eine, die so königlich und voller Style ist. Oder es ist eine Fete, damit du wegkommst von deinem Sorgenkrampf. Als Überraschung kommt sogar eine Stripperin. Doch es kommt nicht an, weil sie nicht aus der Torte jumpen kann. Am Tag der Hochzeit muss alles parat sein, sonst steht das Event unter einem schlechten Stern. Das Buffet ist reichlich, die Gäste zahlreich. Doch wo ist das sahnige Meisterwerk? Wer hat es entfernt? Gib dir den süßen Flash, bring Genuss in dein Leben. Oder willst du dir den unterzuckerten Schund geben? Entscheid dich, Möglichkeiten gibt's reichlich. Doch nur eine, die so königlich und voller Style ist. Gib dir den süßen Flash, bring Genuss in dein Leben. Oder willst du dir den unterzuckerten Schund geben? Entscheid dich, Möglichkeiten gibt's reichlich. Doch nur eine, die so königlich und voller Style ist. Nikolaus, Weihnachten, Muttertag.
Fressflash oder fieser, mieser Liebeskummer. Es gibt einen, der hat alles für jeden Anlass. Leckereien vom Fachmann helfen wie ein Wunder. Wie ein Wunder. Mmh.